Der Unterricht fängt gleich an. Ich sollte mich beeilen. Lehrer dürfen nicht zu spät kommen. Aber wie kann man jemanden ignorieren, der Hilfe braucht? Jeder gibt dir Geld. Hey. Ich hoffe, ich habe auch etwas Geld dabei. Irgendwo in meiner Tasche hatte ich doch noch Bargeld. Ah, ja. Hier, bitte. Ups, wie peinlich. Was tust du da? Das scheint kein Obdachloser zu sein. Das ist Miss Sophie, die sich unter der Decke aufwärmt. Aber jetzt kann sie ihren Morgenkaffee vergessen. Oh, ich mach's wieder gut. Ja, das war peinlich. Mein armer Kaffee. Oh Mann, du hast meinen Morgen ruiniert. Geschichte ist ein kompliziertes Fach. Und wenn Schüler ein Thema nicht verstehen, brauchen sie Hilfe. Leute, ich habe eine Lektion für euch. Eine reiche Lehrerin kann alles tun. Sie hat ihren eigenen geheimen Raum. Und darin ist etwas ganz Besonderes versteckt. Ja, es ist eine echte Zeitmaschine. Darf ich vorstellen? Romeo und Julia. Jetzt werden sie uns erzählen, wie es war, im 16. Jahrhundert zu leben. Die Gäste aus der Vergangenheit fühlen sich nicht so wohl. Aber die Schüler sind aufgeregt. Wir müssen unbedingt Selfies machen. Das ist die traurigste Geschichte, die die Schüler je gehört haben. Oh, die Armen. Aber wir sind heute mit dem Lernen fertig. Hier ist unser neues Thema. Und wir lernen jemand anderes kennen. Wow, ein Wikinger. Wahnsinn. Das ist irgendwie gruselig. Ich will Romeo und Julia zurückhaben. Brandon mag das Thema. Und wenn es keine Feinde in der Nähe gibt, ist dieser Wikinger total nett. Miss Sophie hat keine Zeitmaschine. Alles muss so erklärt werden. Mit Spielzeugsoldaten. Die Schüler langweilen sich. Aber Miss Sophie liebt ihre Spielzeugsoldaten. Die Armee kommt von der Seite. Oh, ich schlaf gleich ein. Während Miss Sophie spielt, können wir ein Nickerchen machen. Hey, was soll das? Aufwachen! Los, komm! Das ist doch eine tolle Möglichkeit, etwas zu lernen, oder? Die Schulcafeteria ist total voll, wie immer. Miss Candace ist auch hier, aber sie hat ihren eigenen VIP-Tisch. Und ihr eigenes spezielles Menü. Besser als in einem Restaurant. Warum sind die Schüler nicht zufrieden? Naja, sie hat leicht reden. Nur sie ist ja ein VIP-Gast. Miss Candace gibt dieser Schulcafeteria 5 Sterne. Und Miss Sophie hat keine hohen Ansprüche. Woher sollte sie das Geld für einen privaten Tisch nehmen? An den anderen Tischen ist kein Platz für sie. Wo soll ich mich hinsetzen? Aber Miss Candace wird dir helfen. Lehrer sollten sich wohlfühlen, wenn sie zu Mittag essen. Setz dich! Kenner, hilf ihr bitte! Hey! Vergiss das normale Schulessen. Sieh dir diese Köstlichkeiten an. Ich muss alles probieren. Wie lecker! Jetzt haben wir Chemie. Und Miss Candace hat etwas Interessantes vorbereitet. Die Schüler wundern sich. Aber Miss Candace weiß, was sie tut. Ich gieße das hinein und füge das hinzu. Und ich brauche etwas Gold. Gut, dass Miss Candace an jedem Finger einen Ring hat. Aber das Wichtigste sind die Rosen. Und jetzt können wir das Ergebnis überprüfen. Wow! Hat Miss Candace endlich rausgefunden, wie man Gegenstände in Gold verwandelt? Bravo! Und Miss Sophies Unterricht ist ganz anders. Ich stelle ein Rezept für ewige Jugend her. Klingt interessant. Ich löse das auf und verdünne das. Dann mische ich das und füge das auch noch hinzu. Jetzt werden wir eine alte Rose wiederbeleben. Wow, es hat geklappt. Sie ist eine echte Expertin. Aber die chemische Formel hat heute nicht richtig funktioniert. Die Rose ist wieder eingegangen. Miss Sophie will aber nicht aufgeben. Ich füge das hier hinzu. Der Unterricht ist vorbei. So viel zur ewigen Jugend. Manche Leute interessieren sich nur dafür, ihren Lehrern einen Streich zu spielen. Brandon hat eine tolle Idee. Seid gespannt. Hier kommt sie. Er zieht an der Schnur. Und? Nicht unter meiner Aufsicht, Brandon. Wie konnte er das nur vergessen? Miss Candace hat einen Bodyguard. Oh, stimmt ja.
Warum habe ich nicht früher dran gedacht? Aber ich werde mich für den misslungenen Streich rächen. Aha. Wie wär's mit Reißzwecken? Der gute alte Reißzweckenstreich. Mal sehen, ob Miss Candace auch diesen Streich ruinieren wird. Bis jetzt läuft alles nach Plan. Aber dieser Bodyguard kennt sich ja aus. Autsch! Setz dich, Miss Candace. Es ist alles in Ordnung. Miss Sophie muss auch aufpassen. Brandon will ja auch einen Streich spielen. Es ist einfach, aber es müsste hinhauen. Brandon sieht heute verdächtig aus. Lasst uns mit dem Unterricht beginnen. Oh, was ist denn hier los? Klebe ich etwa fest? Ich werde dir eine Lektion erteilen. Hier sind die Reißzwecken für den Lehrerstuhl. Während niemand hier ist, kann ich alles vorbereiten. Aha. Miss Sophie hat den Kleber noch nicht abgewaschen. Und schon ist sie wieder auf einen neuen Streich reingefallen. Oh, Brandon! Miss Candace hat etwas Besonderes für ihren Unterricht vorbereitet. Alle werden heute ausgefallene Klamotten nähen. Von der neuesten Kollektion aus Paris. Das ist total trendy. Hey. Los geht's! Wie sollen wir das hinbekommen? Hey. Miss Candace wird sich erstmal ausruhen. Hey. Wie schafft sie jetzt so schnell, ihre Outfits zu wechseln? Kann sie erklären, wie das funktioniert? Nein, anscheinend nicht. Ich muss sofort nach Mailand fliegen. Die neueste Kollektion ist im Angebot. Miss Sophie will den Schülern auch das Nähen beibringen. Seht euch diese Stoffe an, die ich aus meiner Garage mitgebracht habe. Es reicht für alle. Nehmt euch was. Schneiden und nähen ist nicht einfach. Aber Miss Sophie lässt ihre Schüler nicht im Stich. Schneidet ihr den Stoff zurecht. Wow, das ist wirklich interessant. Und die Sachen, die die Lehrerin selbst näht, sind so schön. Bravo! Das ist ein toller Schleier. Miss Sophie ist eine echte Fashionista. Hey! Oh, wir haben heute einen Physiktest. Da müssen die Schüler leider durch. Sie müssen sich an alles erinnern, was sie in der letzten Zeit gelernt haben. Die Zeit ist um, Leute. Gebt mir eure Tests. Miss Candace wird sofort alles überprüfen. Und dann bekommt jeder gleich seine Note. Sie benutzt ein spezielles Benotungssystem, bei dem es um Gold geht. Brandon bekommt eine goldene 6. Jack bekommt eine 2. Das Gold ist schwerer, weil er eine bessere Note hat. Und Sandra hat heute den Hauptpreis bekommen. Miss Candace vergibt einen Geldpreis für eine 1. Du bist so fleißig. Die Schüler von Miss Sophie müssen auch einen Test schreiben. Oh, warum? Hier sind eure Tests. Hey, nicht schummeln. Die Zeit ist um. Gebt eure Tests ab. Sie arbeitet auf die altmodische Art. Sie benotet mit einem Marker. Sandra war heute sehr gut. Sie hat eine 1 bekommen. Der Marker will wohl keine schlechte Note schreiben. Er funktioniert nicht mehr. Dann benote ich dich anders. Ich habe eine 6 bekommen und außerdem ein ruiniertes Shirt. Warum ich? Zeit für Sport. Nicht faulenzen. Adam, mach Kniebeugen. Brandon, arbeite mit der Langhantel. Und Sandra, trainier deine Arme. Die Schüler fangen auch sofort an. Sie müssen fit bleiben. Mit Miss Candace legt man sich besser nicht an. Und sie wird auch nicht faulenzen. Sie wird auf dem Laufband laufen und mit jemandem plaudern. Aber Sport ist so anstrengend. Miss Candace fühlt sich nach einem harten Training nicht so gut. Die Schüler müssen ihr helfen. Solange sie einen Bonus bekommen. Miss Sophie freut sich auf den Sportunterricht. Steht alle auf. Los geht's. 1, 2. 1, 2. Kniebeugen. Los. Runter. Woher hat Miss Sophie diese Energie? Sie ist eine tolle Sportlerin. Die Schüler können nicht mehr. Und sie hüpft immer noch in der Turnhalle rum. Was? Ihr seid schon müde? Ihr braucht Energie. Ein bisschen frische Luft könnte nicht schaden. Nicht schon wieder. Miss Sophie hat ihre Jacke während des Unterrichts nicht ausgezogen. Oh, wann ist der Unterricht endlich vorbei? Wie fandet ihr unser neues Video? Welche Lehrerin hat euch am besten gefallen? Die reiche Miss Candace
oder die normale Miss Sophie. Schreibt es uns. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Wir freuen uns.